Herr Kramer, das Derby gegen den SSV Ulm 1846 steht an. Wie ist die personelle Lage beim VfR Aalen? Ja, die personelle Lage sieht nicht so rosig aus. Wir haben jetzt mit dem Levin Kundrowait ja durch die Verletzung am Sonntag einen Ausfall zu beklagen. Dann hat sich gestern im Training der Leon Volz noch eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Wird also auch nicht im Kader stehen können. Wir hoffen, dass das jetzt nur eine Woche dauert, dass der Bluterguss dann wieder raus ist und die Schwellung raus ist, dass da nichts weiter passiert ist, weil man auf den Ultraschallbildern noch nicht viel erkennen konnte aufgrund der Schwellung. Ja, dann hat sich heute Morgen noch der Holger Buchs mit Erkältungssymptomen bei mir abgemeldet. Das heißt, er hat heute auch nicht trainiert, macht aber nichts. Wenn er dann sich morgen fit fühlt, ist er auf jeden Fall mit dem Kader dabei. Jan Just kehrt zurück nach seiner Rotsperre. Wird er gleich in der Startelf stehen? Jan Just ist sicherlich eine Option, was jetzt die rechte Außenverteidigerposition angeht, aber da sind wir uns jetzt noch nicht wirklich im Klaren drüber, wie wir es gestalten. Sascha Korb wäre eine Alternative. Sicherlich auch die jungen Spieler wie der Mario Chabo oder auch der Loris Portella sind alles Kandidaten, die sicherlich diese Position einnehmen können. Die Frage ist für uns, nehmen wir den Sascha wirklich raus aus dem Zentrum, weil wir ja schon auch durch die Doppel-Sechs mit Vico und mit dem Sascha eine enorm hohe Stabilität haben. Und das wäre sicherlich, was das gesamte Konstrukt angeht, schon ein bisschen risikobehaftet, sagen wir es mal so. Jetzt hatten Sie nach dem Waldorfspiel deutliche Worte gefunden, waren unzufrieden und dann liefert die Mannschaft in Stuttgart einen doch enttäuschenden Auftritt ab. Hat Sie das geärgert? Natürlich ärgert mich ein Auftritt wie in Stuttgart. Der war blutleer, der war ohne Emotionalität, der war nicht griffig genug, der Auftritt, weil das war ja eigentlich grundsätzlich die Vorgabe, die wir gemacht haben, um eine U21-Mannschaft zu bespielen. Auf der anderen Seite darf man dann nicht immer draufhauen, da muss man auch mal den Rollenwechsel stattfinden lassen und muss vielleicht auch mal den guten und etwas liebevolleren Trainer rauslassen. Deswegen haben wir es so sachlich bearbeitet, haben eine gute Stimmung initiiert, jetzt auch nochmal in dieser Woche, weil das Spiel gegen Ulm ist einfach ein Highlightspiel und da haben wir überhaupt gar nichts zu verlieren. Vielen Dank.